Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute begrüße ich wieder den Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter. Herzlich willkommen, Herr Reiter. Schönen guten Abend. Herr Reiter, die Bundestagswahlen sind jetzt gut 2 Wochen vorbei. Die SPD in München musste auch eine große Schlappe hinnehmen. Sie sind jetzt in München, ist zwar Bundestagswahl gewesen, aber in München die drittstärkste Partei. Die Grünen sind jetzt mit 1 Prozentpunkt vor ihm. Wie wird das in Ihrer Partei hier kommunal diskutiert? Also erstmal war es, und da gibt es gar nichts schön zu reden, einfach ein bitterer Abend, eine bittere Niederlage für die SPD insgesamt. Es wurden Bundestagswahlen abgehalten und die haben auch in München ein Ergebnis für die SPD gebracht, das ich ehrlich gesagt nicht so eingeschätzt hätte. Aus meiner täglichen Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern war das für mich eine völlige Überraschung. Ich hatte zumindest gedacht, dass wir das Ergebnis der letzten Wahl auch in München wiederholen können. Es gab halt viele Stimmungen, die gerade unserer Partei nicht zu Pass kommen. Und wir werden darüber intensiv, wir haben schon im Parteivorstand und im gesamten Parteivorstand mit der Fraktion darüber diskutiert. Und wir werden es noch intensiv weiter tun. Natürlich muss man überlegen, woran liegt sowas. Das ist die vornehmste Aufgabe von Mandatsträgern, dass man darüber nachdenkt. Ja, ich glaube, die SPD muss, klingt einfach, ist es aber nicht, zu Themen wieder eine einheitliche Meinung bilden. Sie muss wahrnehmbar eine Meinung zu festen Themen haben und nicht eine Hälfte dagegen sein, eine Hälfte dafür und dann wieder doch dagegen. Also ich glaube, das braucht es unbedingt. Es braucht, das klingt wie gesagt sehr abstrakt, Profilschärfung, aber es ist so. Und das kriegt man am besten, glaube ich, wenn man versucht, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das tue ich beinahe täglich und deswegen glaube ich schon ein paar Hinweise geben zu können. Ja. Wird das jetzt in Ihrer Partei hier in der Kommunalpolitik so empfunden, dass das also eine Bundestagswahl ist und dass es im Grunde genommen, ich meine, wir haben ja noch knapp 3 Jahre bis zur Kommunalwahl, dass das eigentlich die kommunalen Themen nicht berührt hat und deshalb ist die Münchner SPD davon nicht so richtig betroffen? Ja, das haben Sie, glaube ich, einen Teil des Problems geschildert. Natürlich hat der Bundestagswahlkampf und auch der Spitzenkandidat klar zu machen versucht, dass es bei dieser Wahl sehr wohl auch um kommunale Themen geht. Wir reden zum Beispiel davon, wie die Menschen in München sich die Miete weiterhin leisten können, wenn sie weiterhin ins Uferlose steigt. Und wer jetzt glaubt, dass bei der bevorstehenden Jamaika-Koalition mit einer FDP das Thema Mieterschutz wieder einen nennenswerten Stellenwert hat, den hoffe ich, ich fürchte mich, ich täusche mich nicht. Das Thema Mieterschutz wird nicht mehr ganz oben stehen auf der Agenda. Also die bundespolitischen Themen, die die SPD gebracht hat, nämlich soziale Gerechtigkeit, haben gerade in einer Stadt wie München, die prosperiert, die wächst, aber damit natürlich auch teurer wird, durchaus einen Durchschlag. Es ist uns aber nicht gelungen, das klarzumachen. Und ich warne alle davor, das habe ich auch schon laut getan, die jetzt so tun, als wäre das jetzt nur eine Bundeswahl gewesen. Natürlich, wir wissen, dass die Wahlergebnisse, und nicht erst seit 10, sondern schon seit 20 oder 30 Jahren, zwischen Landtagswahlen, Bundestagswahlen und dann Kommunalwahlen, insbesondere was die SPD betrifft, deutlich variieren. Aber ich warne dringend davor, für unsere gesamte Partei, diesen Prozess jetzt nicht ernsthaft zu betreiben, zu sagen, wir müssen wieder dorthin uns wenden, wo die Bürgerinnen und Bürger, ob in München oder im Bundesland oder in ganz Deutschland, der Schuh drückt. Und das sind halt die kommunalen Themen, weil die Menschen leben halt in Städten. Das sind halt Mieten, das sind Schulen, das ist Wohnen. Ich glaube, das muss uns gelingen, wieder deutlicher zu machen und was man von uns erwarten kann in den jeweiligen Themen. Ja. Das sind die Dinge, die wir, glaube ich, anbringen müssen. Wenn Sie sich das jetzt noch mal so die Zahlen vor Augen führen, die CDU, die Union und die SPD galten ja immer als Volksparteien. Viele sehen das nicht mehr so bei den Ergebnissen. Naja, ich glaube, wir dürfen uns nach wie vor als Volksparteien bezeichnen. Was wir erleben, ist eine große Diversifizierung der Parteienlandschaft, auch durch eine intensive Debatte, die wir die letzten Monate und Jahre haben, um das Thema Zuwanderung, um das Thema Sicherheit. Und da gibt es eine deutlich gesplittertere Parteienlandschaft. Wir haben halt jetzt 3, 4 Parteien mit um die 10%. Und da bleibt für die großen Volksparteien, wenn man sie so nennt, nicht mehr wirklich der große Kuchen übrig. Man kann es auch ganz deutlich machen. Die CDU-CSU hat ja verzweifelt versucht, der AfD das Wasser abzugraben, dadurch, dass man die Thesen noch etwas
deutlicher geschnürt hat, als es vorher war. Und die SPD hat mit der Linken natürlich auch quasi einen eigenen Parteiflügel als eigene Partei. Das waren früher alles unsere Wähler und jetzt haben wir halt verschiedene Parteien. Damit muss man leben, damit muss aber Demokratie auch zurechtkommen. Spannend wird es immer dann, wenn das Wahlergebnis so ist, wie es jetzt gerade ist, dass halt sich mehrere zusammenfinden müssen. Aber ich glaube, man muss aus diesem Thema tatsächlich auch eine Chance für die Demokratieerneuerung sehen. Was mich überrascht hat, war, dass ja auch aus der SPD sehr viele Richtung AfD gewandert sind. Also das ist ja dann auch die Frage, warum glauben Sie, ist das passiert? Also ich glaube, ich habe andere Informationen, weil ich habe also mir die Analyse angeschaut und da haben wir in München jedenfalls, ich habe die Münchner Ströme angeschaut. Also ich habe jetzt gerade bundesweit da gedacht. Haben wir quasi gar nicht an die AfD abgegeben, sondern überwiegend an die Linke, an die Grünen und an die FDP. Also quasi keinen Zuwachs, also keine Stimmenabgabe an die CSU und keinen an die AfD, sondern an die Parteien, die eigentlich unseren Markenkern mitvertreten. Und deswegen habe ich gerade vorher gesagt, wir müssen uns natürlich auch überlegen, wieso wählen die Menschen jetzt lieber die Linke, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, als die SPD. Das sind die Dinge, oder die Grünen, obwohl wir glauben, vernünftige Verkehrspolitik zu machen. Also das sind die Themen, mit denen wir uns befassen. Die Abgrenzung zur AfD ist jedenfalls in München nicht das Hauptthema gewesen. Ja. Aber trotzdem, also die Bundespolitik, die färbt ja immer auf die Landtagswahlen und auch irgendwo auf die Kommunalwahlen ab. Also wenn man sich dann so anhört, was intern, Sie haben es vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass man da mit einer Stimme sprechen sollte, aber wenn man sich so die Altvorderen anhört, ja, also ich sage jetzt mal der ehemalige Bundeskanzler Schröder, der sagt ja, es soll eine große Koalition wieder stattfinden. Er rät der SPD, in die große Koalition zu gehen. Wie sehen Sie denn das aus der Münchner Perspektive und was wäre Ihre Empfehlung? Also ganz spontan sage ich an dem Wahlabend, als ich ja auf unserer Wahl theoretisch Party, praktisch keine Party war, habe ich das Gleiche gesagt wie Martin Schulz spontan nach der Wahl. Das ist kein Auftrag für eine Regierungsbildung, wenn die Partei das schlechteste Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg einfährt, dann kann ich da keinen Regierungsauftrag erkennen. Noch dazu in die gleiche Regierung, die es vorher gab, es hätte ja keinen Wechsel gegeben, sondern es wäre wieder eine große Koalition gewesen. Deswegen habe ich auch gesagt, naja, also an dem Abend hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, also das ist erstmal kein Regierungsauftrag, fertig. Obwohl doch eigentlich, also wenn man sich das mal so anguckt, die letzten 4 Jahre, auch mit Zustimmung der SPD, bei den ganzen Problemen, die es gegeben hat, sind wir doch eigentlich, also für viele sind wir da gut durchgekommen. Ja, das ist ja auch so ein Phänomen, wie man insgesamt ja sagen kann, dass es im Grunde der Bundesrepublik Deutschland den deutschen Bürgerinnen und Bürgern ja nicht wirklich schlecht geht. Im Gegenteil, würde ich mal sagen, im Vergleich zum europäischen Durchschnitt. Und trotzdem bilden sich Gruppen an den Rändern. Trotzdem gibt es Zulauf zu Parteien am Rande des demokratischen Spektrums, obwohl es uns allen relativ gut geht. Deswegen muss man, glaube ich, wirklich nochmal genau schauen, was hat denn dazu geführt, dass Menschen sich so abgehängt fühlen von der Politik. Ich glaube schon, dass es ein gerüttelt Maß nicht nur Sachthemen sind, sondern einfach das Gefühl, dass die Politiker einfach weit weg sind von den Bürgern und dass das, was sie sagen, nicht ernst genommen wird. Das ist kommunal ein bisschen anders, weil wir ganz andere Instrumente haben. Bei uns müssen wir die Bürger schon ernst nehmen, selbst wenn wir sie nicht möchten, durch das Thema Bürgerentscheide, durch das Thema Bürgerversammlungen. Also als Oberbürgermeister kannst du dich dem Bürgerwillen gar nicht entziehen, selbst wenn du es möchtest. Und deswegen glaube ich, ist man nicht so abstrakt weit weg, wie man über Bundespolitik macht. Ja, klar. Und darum glaube ich auch, muss man da wirklich wieder zurück zu denen und vielleicht sollte tatsächlich auch einfach mal mehr der Kontakt wieder gesucht werden mit den Kommunalpolitikern, also von der Bundesebene aus, weil, wie gesagt, nochmal, das Leben findet überwiegend in Städten statt. Und die Herausforderungen müssen im Grunde samt und sonders die Städte lösen. Das haben wir jetzt beim Feinstaub erlebt, das erleben wir beim NOx-Thema. Wir haben es immer wieder erlebt in solchen Themen, dass die Problemlösung in den Kommunen stattfindet. Und deswegen, glaube ich, muss man die Kommunen in der Bundespolitik deutlich ernster nehmen. Und da spreche ich jetzt nicht nur von meiner Partei, sondern von der künftigen Bundesregierung. Es muss klar sein, dass das, was in Kommunen passiert, letztlich das Leben in Deutschland bestimmt. Und deswegen braucht es auch mehr Expertise, mehr Unterstützung, mehr Ernstnehmen der Kommunen. Einer, der die Kommunen sehr gut kennt und auch in Ihrer Partei eine große Rolle gespielt hat, war Klaus von Donani, der Ex-Bürgermeister von Hamburg. Der guckt sich jetzt die Lage an und sagt, Neuanfang ja, aber nicht mit Schulz. Das ist sozusagen die alte, das ist die alte Leier. Wo stehen Sie in dieser Gemengelage?
Also erstmal würde ich sagen, dass es viel zu einfach wäre, wenn man jetzt eine Wahlniederlage und das war's an Spitzenkandidaten allein festmacht. Das halte ich für in jedem Fall zu kurz gesprungen. Wir sind keine Bundesliga-Mannschaft, die schnell den Trainer rausschmeißt, weil er 3 Spiele verloren hat, sondern ich glaube, man muss schon gründlicher in die Analyse gehen und sich nicht so einfach machen zu sagen, das liegt jetzt am Spitzenkandidaten. Und wenn man übrigens jemand weghaben will, braucht es auch Alternativen dazu. Also deswegen ist es, glaube ich, nicht der richtige Ansatz zu sagen, lag es jetzt am Spitzenkandidaten. Und ich glaube, es geht vielmehr darum, die beiden Blöcke von Grad, die ich versucht habe zu beschreiben, nochmal klar zu machen. Wir müssen wieder näher ran an die Bürger. Man muss wirklich wieder das hören, was sie uns sagen wollen und auch ernst nehmen und aufnehmen und danach versuchen, weitestmöglich umzusetzen. Und zum Zweiten muss es auch klar sein, dass eine Partei für etwas steht und dass man nicht für und gegen was gleichzeitig sein kann. Und auf verschiedenen Ebenen plötzlich für und gegen, was weiß ich was, die Ehe für alle, da waren wir ausnahmsweise einer Meinung. Aber jetzt ganz im Ernst, man muss klar machen, wenn ihr die SPD wählt, dann passiert Folgendes. Und dazu muss man auch stehen. Also man muss sagen, was man tut und dann auch tun, was man sagt. Aber das hängt ja trotzdem immer auch an Personen. Also ich glaube, dass die Bundestagswahlen, klar, Kommunalwahlen, Landtagswahlen auch immer ganz viel auch mit Personen zu tun haben. Und wenn Sie sich da Ihre Partei angucken, also auch gerade mal wieder Bundesebene, ist es da sinnvoll, dass der Parteichef auch, dass er eben nicht Fraktionsvorsitzender ist? Müsste das nicht auch in einer Person sein, damit er sich sozusagen profilieren kann? Es ist ja wichtig, dass die Leute auch erkennen, wofür der Einzelne steht, der die Partei anführt. Wie er es auch immer macht, jetzt will ich dem Klaus Oppermann nichts absprechen, aber ich glaube nicht, dass er den Bekanntheitsgrad eines Spitzenkandidaten gehabt hätte, obwohl er gute Arbeit als Fraktionsvorsitzender gehabt hat. Also ich glaube, das kann man auch nicht wirklich so verallgemeinern, dass es unbedingt diese Kombination der beiden Funktionen braucht, was klar ist. Und das muss man der SPD, muss man meiner Partei natürlich schon deutlich machen. Wenn jetzt alle einigermaßen zufrieden waren, dass Martin Schulz gesagt hat, wir gehen in die Opposition. Also ganz so trivial und ganz so einfach wird das nicht. Was wir daraus lernen müssen, die gleichen Menschen, die vorher in Funktion waren, müssen danach jetzt irgendwie in Opposition versuchen vorzukommen. Ja. Es gibt halt keinen Außenminister mehr, der jeden Tag in die Nachrichten kommt, keinen Justizminister mehr. Da muss die Opposition aktiv werden. Und das ist schon eine Gratwanderung. Da muss man sehr, sehr viel politisches Profil gewinnen, damit man auch vorkommt als Opposition. Mhm. Also so ganz einfach ist es nicht. Es ist eine Chance, aber es ist auch ein nicht ganz unerhebliches Risiko. Die Linke kann immer noch einen draufsetzen auf das, was die SPD fordert. Und das in der Opposition, das wird schon also sehr komplex. Ich halte das auch für sehr, sehr, eine sehr herausfordernde Aufgabe. Aber ich glaube nochmal, man musste schon auch den Wählerwillen so interpretieren, dass eine weitere Fortsetzung dieser großen Koalition mit diesen Wahlergebnissen, beide Großen haben deutlichst verloren, eigentlich nicht das ist, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wollten. Aber es ist immer noch die Mehrheit. Es ist immer noch die Mehrheit, aber wie gesagt, natürlich hat sich die Mehrheit, wenn ich das so interpretieren möchte, nicht für diese Fortsetzung der großen Koalition direkt ausgesprochen, sondern sie haben beiden Beteiligten doch einen deutlichen Denkzettel verpasst und so, dass ich diese Analyse und auch den Schluss teilen kann. Es ist nicht der einzig richtige Schluss, das würde ich auch sagen. Ich habe ja auch andere Stimmen gehört. Sigmar Gabriel hat es ja auch gesagt, dass es nicht so einfach werden wird, was ich gerade auch gesagt habe. Also man darf sich jetzt nicht sagen, jetzt geht alles von allein, weil jetzt sind wir in der Opposition. Das pure Gegenteil ist der Fall. Jetzt muss man noch mehr arbeiten aus meiner Sicht, muss noch deutlicher herausarbeiten, für was einen dann die Menschen bei der nächsten Wahl denn wählen sollen. Denn wenn es mit Jamaika gut geht, wird es auch nicht einfacher für die SPD zu sagen, halt, aber ihr braucht uns noch. Also das ist schon eine große Herausforderung. Ja, also höre ich da so ein bisschen raus, dass Sie am Tag der Wahl gedacht haben, auf keinen Fall große Koalition, und dass Sie jetzt so ein bisschen, nachdem man auch Zeit hatte zu reflektieren, vielleicht denken, dass man vielleicht doch nochmal, also zumindest wenn Jamaika nicht funktionieren sollte, Gespräche führen sollte. Also grundsätzlich stehe ich zu dem, was ich gesagt habe, es ist kein Regierungsauftrag gewesen. Grundsätzlich war es also die völlig richtige Entscheidung zu sagen, jetzt gehen wir mal in die Opposition. Aber ich warne davor, jetzt mit diesem Schritt schon ein Hurra-Gefühl zu verbinden, zu sagen, jetzt ist alles geritzt, beim nächsten Mal sind wir wieder dabei. Da steckt viel, viel Arbeit dahinter, wenn wir jetzt aus der Opposition raus wieder zurück in eine Führungsrolle kommen will. Also von den 20% weg wieder Richtung 30%. Das ist nicht so trivial und das ist auch noch nicht so oft gelungen. Also deswegen, glaube ich, muss man schon genau schauen.
Und wenn Jamaika nicht klappt, dann hat die Frau Merkel das Problem. Das muss man jetzt auch mal ganz deutlich sagen. Denn sie hat als, zu meiner eigenen Überraschung, am Wahlamt sich ja zum Wahlsieger erklärt. Dann muss sie auch dafür sorgen, dass sie eine Mehrheit kriegt. Also da sind noch die verschiedensten Szenarien möglich und da müssen wir uns alle überraschen lassen. Aber wenn wir jetzt noch mal uns die Landespolitik angucken, da sind wir bei 15% gelandet. Da ist dann jetzt sozusagen die Frau Kohnen diejenige, die die Partei in einem Jahr zum Sieg führen soll. Ihr Vorgänger hat schon deutlich gesagt, dass es nicht die richtige Frau am richtigen Fleck ist, Christian Ude. Wie sehen Sie das? Anders als mein Vorgänger, sage ich ganz ehrlich. Also jedenfalls deutlich differenzierter. Auch da gilt doch das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Bei allen beteiligten Personen ist ja nicht klar, dass wenn man jetzt den oder diejenige nimmt, dass man dann sofort wieder auf 25-30% in Bayern kommt. Also galt es auch da mal, den Versuch zu starten, die Partei neu aufzustellen. Das ist mit erstens mal einer Frau uns ja schon mal ganz gut gelungen, schon ein paar Jahre her. Und zweitens hat die Natascha Kohnen, glaube ich, bis jetzt einen guten Job gemacht. Deswegen finde ich zu früh, einen Stab zu brechen, zu sagen, das ist die falsche. Also ich hätte mir diesen Schluss nicht angemaßt. Jetzt gilt es mal darum zu schauen, wie sie denn eine Kampagne hinkriegt, wie wir denn für eine Landtagswahl uns besser aufstellen, dass wir von diesen 15% wenigstens wieder in Richtung 20+ kommen. Das wird schwer genug. Aber man sieht natürlich auch, und das kann auch Hoffnung für die bayerische SPD sein, dass die CSU jetzt auch nicht mehr die uneingeschränkte, für immer per Gesetz und Dekret niedergeschriebene absolute Mehrheit in Bayern hat. Man sieht, auch da gibt es Reaktionen bei den Wählerinnen und Wählern. Und das muss die SPD versuchen zu nutzen. Aber auch hier gehört natürlich dazu, dass ich klare Haltungen zu bestimmten Punkten habe und die auch durchhalten kann. Und das, denke ich, ist das Ziel, dass man in einem Wahlkampf relativ kurz vor der Wahl dann auch noch mal klarlegen muss, wo soll es hingehen mit der SPD, was bekommt ihr, wenn ihr in Bayern die SPD wählt. Wo Sie jetzt die CSU schon angesprochen haben und zum deutlichen Nichtwohlfühlen der Kollegen von der CSU hier in München haben Sie ein sehr gutes Verhältnis zu dem Ministerpräsident, was also die lokale CSU, also die tobt, die findet das sehr zweifelhaft, dass also der Ministerpräsident mit Ihnen Dinge bespricht, die erst danach mit der Union hier in München besprochen werden. Glauben Sie denn, dass er antritt? Also ich habe überhaupt keinen anderen Anhaltspunkt dafür, dass sich das verändern sollte. Also ich glaube, wenn es nach Horst Seehofer geht, ist meine Einschätzung, dass er antreten wird. Ich weiß auch nicht, ob die CSU in München wirklich tobt. Also in den offiziellen Gesprächen tun sie das nie. Und so einen richtigen Affront gab es auch nicht. Und wie gesagt, wenn man das Thema Trambahn durch den Englischen Garten jetzt nicht wirklich überspitzt, sondern als normales ÖPNV-Projekt betrachtet, dann kann man halt zu einer Strecke zwei verschiedene Meinungen haben. Und die hat sich halt mal geändert. Und der Horst Seehofer hat nach einem Augenscheinnahme eben das Hauptargument, das es damals der CSU ihm gegenüber immer gab, dass der Englische Garten dadurch durchschnitten wird, plötzlich im Augenschein genommen und sagt, hey, der ist ja schon durchschnitten, da ist ja eine Teerstraße, eine asphaltierte Straße. Also das ist jetzt kein Affront. Und ich mache es ja auch nicht, damit ich die Münchner CSU ärgere, sondern ich habe es immer dann gut empfunden, wenn es für die Münchnerinnen und Münchner gut ist. Und das haben wir, glaube ich, von der S-Bahn-Stammstrecke über den weiteren Konzertsaal bis jetzt hin zur aus meiner Sicht richtigen Trambahn durch den Englischen Garten immer ganz gut hinbekommen. Und glauben Sie mir, der Horst Seehofer tut nicht dem Dieter Reiter persönlich einen Gefallen, wenn es nicht für ihn objektiv auch das Richtige ist. Nein, das ist auch mehr, dass der Ministerpräsident hat auch eigene Minister angegriffen, die aus München kommen. Ja. Und da ist schon eine gewisse Spannung da, aber das muss man dann mit der CSU diskutieren. Also, denn Ihr Parteikollege Rindersbacher, der geht fest davon aus, hat er glaube ich gestern formuliert, dass Seehofer nicht antritt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er bessere Erkenntnisse als ich. Also ich hatte mein letztes Gespräch, glaube ich, letzte Woche mit dem Ministerpräsidenten, hat er nicht durchklingen lassen, dass er die Flinte ins Korn werfen möchte. Ich glaube aber, das ist nicht mein Thema, mich damit zu befassen, was die CSU und wen die CSU zum Kandidaten macht. Ich kann nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem Ministerpräsidenten Horst Seehofer für die Stadt München insgesamt gut war und dass sie durchaus auch als vertrauensvoll zu bezeichnen ist, wenn wir uns unter vier Augen unterhalten haben.
Prima. Dann möchte ich gerne nach der Pause mit Ihnen über Wohnungsbau sprechen und speziell eben auch über Wohnhochhäuser, ob Sie sich sowas in unserer Stadt vorstellen können, wenn wir zurückkommen. Ja, zu Gast unser Oberbürgermeister Dieter Reiter. Wir wollten uns jetzt mal kurz über Wohnhochhäuser unterhalten, weil wir alle wissen, leidiges Thema, Wohnungsnotstand in München, es werden Wohnungen gebraucht. Können Sie sich vorstellen, dass Sie da neue Akzente setzen und wirklich mal sich bereit erklären, die Stadt davon zu überzeugen, dass Wohnhochhäuser Sinn machen? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Stadt davon überzeugen muss. Also für mich geht es jetzt erstmal darum, aufzuklären, welche der Meinungen, die bei mir schon angelandet sind, da die richtigen sind. Mhm. Geht es denn in Hochhäusern, und dann sprechen wir von richtigen Hochhäusern, also sprich von Hochhäusern, die über 100 Meter hoch sind. Wie hoch sind die dann ungefähr? Reden wir von 200 Meter? Nein, aber die 100 Meter sollten nicht die Schallmauer sein, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und da sind wir schon beim ersten Dilemma. Ich kann nicht ermessen, aufgrund meines Kenntnisstandes, bis welcher Höhe ist es überhaupt noch irgendwie denkbar und sinnvoll und machbar? Wir reden, wie gesagt, nicht von architektonischen Highlights, das kann ich mir ohnehin vorstellen. Ich glaube, da muss die Stadt nochmal etwas positivere Signale insgesamt aussenden, zu sagen, ja, wir könnten uns auch architektonisch eine Gruppierung von 5, 6 Hochhäusern, die aber wirklich architektonisch ein Highlight darstellen, vorstellen, irgendwo am Stadtrand. Parkstadt Schwabing wäre es gewesen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber leider ist das zugebaut jetzt. Das stimmt. Ja. Das wäre ideal als Eingangssituation für die Stadt. Ja. Aber da gibt es schon noch Möglichkeiten. Mhm. Das ist der architektonische Teil, den kann ich mir sehr gut vorstellen. Da sollte man vielleicht einfach mal animieren. Ja. Das Thema Wohnhochhäuser hat bei mir immer quasi den kleinen Haken, den ich von vielen Architekten halt schon gehört habe, dass es sehr teuer wird, wenn man hochbaut. Mhm. Kann man sich auch ganz einfach nachvollziehen. Wenn man allein die Brandschutzauflagen sieht, wie viele Fluchtwege man dann quasi zusätzlich anbringen muss, wie viele Lifte es zusätzlich braucht. Alles Mögliche wird teurer, wenn Sie hochbauen. Ja. Ich würde aber sagen, man sollte das tatsächlich jetzt mal anpacken und einen Auftrag geben, mal zu prüfen, ob es denn nicht ein Konzept, ein Projekt gibt, wo man uns, also mir ganz persönlich, einfach mal klar macht, dass es auch zu bezahlbarem Wohnraum führen kann. Natürlich nicht über 20, 30, 40 Stockwerk. Aber wir haben ja in München ein bewährtes Konzept, nämlich diese Mischung zu haben. Und wenn es uns gelingt, in einem Hochhausensemble auch 30-40% bezahlbare Wohnungen zu haben, dann im Verlaub kann der oberste Stockwerk aus meiner Sicht kosten, was er lustig ist. Mhm. Das ist dann nicht mein Problem. Also wenn dann der Stockwerk mit dem Blick direkt auf die Alpen sehr teuer ist, dann mögen sich die Menschen es leisten oder auch nicht. Aber entscheidend für mich ist, dass auch in nennenswerter Menge dann tatsächlich bezahlbare Wohnungen entstehen. Nur dann macht so ein Projekt tatsächlich Sinn. Ich denke einfach, ich habe ja ohnehin schon vor, mich mit ein paar Menschen zum Thema Stadtplanung, die nicht aus München sind, zu treffen, um einfach mal ein bisschen neue Ideen einzuholen. Da werde ich einfach mal nachfragen und gegebenenfalls werde ich mal so eine Diskussion auch wirklich anstoßen. Lass uns einfach mal schauen, wer hat denn recht, diejenigen, die sagen, Wohnhochhäuser sind a priori und immer unwirtschaftlich, oder die, die sagen, na, man kann das schon so machen, dass es auch wirtschaftlich geht. Das darf aber dann nicht zu Lasten der architektonischen Anmutung gehen, weil Vierkantbolzen haben wir schon in München. Also die Fortsetzung möchte ich nicht unbedingt haben. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema, das man überhaupt nicht irgendwie ideologisch betrachten sollte, sondern einfach dem Nutzen folgen, dass wir wahnsinnig viel Wohnungen brauchen und dass wir halt auch viel bezahlbare Wohnungen brauchen. Und bevor ich Wiesen oder Grünflächen in Angriff nehme, baue ich lieber in die Höhe. Das ist für mich ganz einfach. Ich meine, da müssen natürlich auch Bestimmungen verändert werden. Also es gibt ja diese Bestimmung, wenn man in einer gewissen Höhe baut, dann muss man einen gewissen Abstand auch haben. Das müssen Sie ja erstmal verändern. Nicht? Und also das kann man ja in München verändern. Da müssen Sie nur eine Mehrheit dann irgendwie dafür besorgen. Naja, nicht alles kann man verändern. Es gibt ja auch Bundesbaugesetz und es gibt ein Baugesetzbuch, also Bundes- oder Landesgesetz. Mhm. Aber ich glaube, man muss dann einfach mal auch initiativ werden und konkrete Vorschläge machen, was man denn will. Wir haben es in München als Initiative an die Bundesbauministerin herangetragen, zum Beispiel zum Thema Dichte, dass wir in München dichter bauen müssen. Das ist uns gelungen, dass das auch umgesetzt wird, dass es eine größere Dichte gibt. Genauso kann man natürlich anregen und über den Städtetag einbringen, dass es in Ballungsräumen einfach anders möglich sein muss, in die Höhe zu bauen. Aber erstmal braucht es die Überzeugung, dass man mit Wohnhochhäusern tatsächlich nennenswert auch bezahlbares Wohnen schaffen kann. Und das
kann man sich, glaube ich, am besten, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, in Best-Practice-Modellen auch irgendwo anders anschauen. Was ich jetzt ganz interessant fand, war dieser Vorschlag von den Grünen, den sie heute gemacht haben, glaube ich, dass man sich mal München von oben anguckt und mal sagt, das bleibt grün und das bleibt grün und das bleibt grün, um einfach mal auch die Bevölkerung zu beruhigen, dass da nichts hinkommt in Park oder anderen. Also keiner würde ja in englischen Garten vorschlagen, dass man da was reinmacht. Und das, aber es gibt eben auch diese kleineren Grünflächen in München, die ja auch wichtig sind für die Anwohner. Und dass man da einfach mal sagt, das ist geschützt. Und dadurch die Bevölkerung auch beruhigt. Und dann aber auch sagt, also da können wir uns Hochhäuser vorstellen. Also ich glaube ganz ehrlich, dass es da in der Stadtpolitik ja überhaupt keine andersweitigen Bestrebungen gibt. Weder auf Seiten der SPD, noch habe ich sie nennenswert von der CSU in irgendeiner Form gehört, noch von den Grünen. Also wir sind uns alle in der Politik einig, dass München, ein Teil des Münchner Charmes macht natürlich auch die Grünflächen aus, die wir unbedingt brauchen in einer so pulsierenden Stadt wie München. Und da reden wir jetzt nicht nur vom Englischen Garten, wir haben einen Südpark, wir haben einen Westpark. Wir haben also ganz viele kleinere und mittlere Parks, die werden wir definitiv nicht bebauen. Und da glaube ich, kann ich schon für Generationen von Oberbürgermeistern sprechen nach mir. Das glaube ich, wird niemand einfach ernsthaft in Erwägung ziehen, dass wir solche Parks zu bauen. Das kommt, ich habe kürzlich erstmal das Thema Kustermannpark deutlich entschieden, weil ich gesagt habe, das kommt nicht in Frage. Das ist ein Park, der sieht aus wie ein Park, der wird genutzt wie ein Park, den bebauen wir nicht. Problem bei dem Ganzen ist, dass natürlich alle Flächen, die als Bauraum zur Verfügung stehen, bei uns nicht geteert sind oder geschottert, sondern da wächst halt irgendwann Gras drauf. Und dann ist das halt auch eine Grünfläche. Und dann, wie wir gelernt haben, wird die dann, was ja nicht zu kritisieren ist, erstmal von den Bürgern auch gemeinsam genutzt. Dann spielt man da drauf Fußball. Und irgendwann ist es zwar eigentlich mal ein Baugelände gewesen, aber dann ist es doch in der Wahrnehmung, insbesondere der Nachbarn und der Benutzer, eher so ein Bolzplatz oder Freizeitplatz. Und da tut man sich dann natürlich irgendwann schwer, noch Platz zu finden, auch von oben, wo man dann sagt, da baue ich jetzt hin. Das war ja auch eigentlich der Grundgedanke meiner damaligen Idee, über Parkraum zu bauen. Also das, was wir am Dante-Bad einfach nur als exemplarischen Beispiel vollzogen und auch realisiert haben, nämlich Parkplätze zu überbauen, müssen wir fortsetzen. Wir sind da gerade dabei, quasi neue Parkplätze, Situationen zu suchen. Das Thema Überbauen von großen Märkten, von Märkten, das sind alles Dinge, die wir weiter fortsetzen müssen. Wir haben es jetzt nur bewiesen, dass es funktioniert. Ich bin aber dafür, dass wir die Grünflächen immer, soweit es irgendwie geht, schützen, weil es auf Dauer sowieso keine Lösung ist. Weil wir werden auf Dauer, und das sage ich jetzt ganz deutlich, innerhalb der Stadtgrenzen das Wachstum Münchens nicht allein bewältigen können. Wir werden gemeinsam mit dem Umland, mit der Region München wachsen müssen. Das sage ich bei jeder Veranstaltung im Regionalen Planungsverband, das sage ich auch bei unseren Wohnungsbaukonferenzen. Und das wissen die Umlandkommunen und auch die Landrätinnen und Landräte um München auch. Aber 20.000 kommen jedes Jahr hier rein. Ja. 8.200 Wohnungen wollen Sie jedes Jahr bauen. Bestenfalls. Das wären ja Rekorde quasi, muss man ja nochmal deutlich sagen. Ja. Und ich meine, ist das überhaupt zu schaffen? Und wenn Sie es schaffen wollen, bleibt dann München in München? Oder? Also ich glaube, dass es bedarfsdeckend in München seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie war. Also in allen Büchern meiner geschätzten Vorgänger, gibt es Kapitel zum Thema Wohnungsnot. Es ist jetzt völlig egal, ob das Vogel war, ob das Ude oder Thomas Wimmer war. Es gab immer zu wenig bezahlbare Wohnungen in München. Aus unterschiedlichen Gründen, aber es gab immer zu wenig. Deswegen glaube ich, der Illusion, sich hinzugeben, dass man irgendwann mal genug Wohnungen hat in München, das ist sehr trügerisch, das kann auch niemand wirklich versprechen. Was wir tun können, ist möglichst viel bauen, damit die Preiskurve bei den Mieten wenigstens nicht exponentiell steigt, sondern höchstens leicht linear. Und dann muss man natürlich auch sagen, neben Bauen ist für mich mindestens genauso wichtig, sage ich auch ganz offen, die bestehenden Mieter zu schützen. Das heißt, dass die Mieterinnen und Mieter, die sich jetzt ihre Wohnung noch leisten können, da auch drin bleiben können. Das heißt sowas wie Bestandsschutz, das heißt sowas wie Mietpreisbremse, eigentlich eine geschickte Idee, die nicht funktioniert. Nicht funktioniert, weil sie erstens nicht handwerklich perfekt gemacht war und zweitens natürlich auch durch die kleine Beteiligung der SPD an der großen Bundesregierung so ausgestaltet war, dass sie in Ballungsräumen nicht wirken kann. Aber ich glaube, es ist mindestens genauso wichtig, dass man den angestammten Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt sagen kann, die jetzt ihre Miete leisten können, sich, dass sie es auch in Zukunft noch leisten können. Also deswegen sind es zwei Dinge, die wir tun müssen. Aber nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Wenn Wohnhochhäuser ein Thema sind, das man wirtschaftlich betreiben kann, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, zu sagen, wir bauen dort, wo es passt,
schöne Wohnhochhäuser. Es ist aber seit diesem Bürgerentscheid, dass also nicht über 100 Meter gebaut werden darf, wurde nie irgendwie ein kam nie ein Bauträger auf Sie zu, der gesagt hat, wir wollen über 100 Meter bauen. Nein, tatsächlich nicht. Das hat aber tatsächlich auch was mit sozusagen den Signalen, die eine Stadt ausstrahlt, zu tun. Aber ich wäre ja schon sehr froh, wenn wir 50 Meter hohe Häuser bauen würden. Also nicht Erdgeschoss plus 3 Stockwerke, was wir heute noch in Neubaugebieten sehen, sondern halt wenigstens dann 10, 15 Stockwerke. Olympiapark, da haben wir so viel. Und das ist ungefähr 50 Meter. Das wäre ja auch schon okay. Ja. Aber selbst das ist ja noch nicht stadtpolitisch wirklich unumstritten. Da muss ich noch viel arbeiten mit meinem Kooperationspartner im Rathaus, dass hier endlich mal alle an einem Strang ziehen und sagen, ja, es macht, gerade wenn man auf der neu plant, auf der berühmten grünen Wiese baut, da muss ich doch diesen Raum auch wirklich so gut es irgendwie geht ausnützen. Und das ist, glaube ich, politisch immer noch sehr umstritten, aber da werden wir hin müssen, wenn wir überhaupt noch nennenswert Wohnraum schaffen wollen. Aber könnten Sie jetzt zum Beispiel verkünden, alle Bauträger, macht euch Gedanken, ob es sich lohnt, ein Haus mit 150 Metern bei uns in München zu bauen? Habe ich gerade getan, mache ich aber gerne auch nochmal. Ja. Also es ist tatsächlich die Frage, wie... Lassen Sie es umgekehrt formulieren. Bis zu welcher Höhe, bis zu wie vielen Stockwerken halten denn Bauträger die Realisierung eines Hochhauses, also höher als 10 Stockwerke meinetwegen, für wirtschaftlich darstellbar, unter der Prämisse, dass es natürlich auch bezahlbaren Wohnraum in diesem Hochhaus geben muss. Mhm. Das ist ja das Wesentliche. Hochhäuser sieht man meistens als Büro oder als Hotel. Aber wenn das jetzt teurere Wohnungen wären, entlastet das dann nicht einen anderen Teil in der Stadt? Naja, teurere Wohnungen stehen auch zur Verfügung, je nachdem, wann man den Begriff teuer in München ansetzt. Also mir geht es darum, dass, ich rede jetzt nicht von Vulgo-Sozialwohnungen, ich rede einfach von bezahlbaren Wohnungen für den Mittelständler, der 4.000, 5.000 Euro brutto Familieneinkommen im Monat hat. Für den wird es auch schon schwierig, wenn er Kinder hat und nicht gewillt ist, die Hälfte seines monatlichen Einkommens in Miete zu stecken. Also 1.500 wäre für Sie da so ein Ansatz? Oder was? Also wir haben einen Mietspiegel. Das ist zum Beispiel ein Thema, der in München ja ohnehin nicht sehr niedrig ist, wo man sagen müsste, ein guter Anteil davon müsste zumindest sich am Mietspiegel ausrichten. Aber da bin ich gern bereit, über Konzepte zu sprechen. Muss man sich natürlich auch architektonisch dann anschauen. Ja, ja, klar. Aber da kann ja sich ein Architekt wirklich toll verwirklichen und Standards setzen. Sie haben mal von Singapur gesprochen, dass Sie da beeindruckt gewesen sind. Ja, sicher. Das ist eine der vielen Millionenstädte, wo wirklich, glaube ich, eine nennenswerte Hochhausbebauung tatsächlich auch funktionabel dargestellt ist. Jetzt haben die, glaube ich, ohne es genau zu wissen, nicht ganz die gleichen Bauvorschriften wie bei uns. Und Abstandsflächenregelungen, glaube ich, werden doch auch etwas großzügiger gesehen als bei uns. Also man kann das jetzt nicht eins zu eins kopieren. Mhm. Aber was ich mit Singapur damals angedeutet habe, war ja, man muss einfach mal in die Welt auch schauen. Man muss ja nicht unbedingt nach Singapur gehen, aber man kann selbst innerhalb Deutschland gibt es nennenswerte Hochhausansiedlungen in Frankfurt beispielsweise. Es gibt in Berlin ein paar Ensemble, wo man sich anschauen kann. Und in Europa, wie gesagt, gibt es auch Städte, wo man sich das einfach mal näher bringen kann. Der Grundgedanke oder das Grundthema bleibt, geht es wirtschaftlich, Wohnraum in höheren Häusern, also in Hochhäusern unterzubringen und trotzdem zum Beispiel einen Teil mit Mietspiegelmieten anzubieten. Spannende Frage. Bin gespannt, ob es da in absehbarer Zeit eine Antwort drauf gibt. Ja. Jetzt haben wir noch, ja, lassen wir uns noch mal ganz kurz über MVV-Preise reden. 1,9% wird jetzt erhöht. Es sind ja immer drei Parteien. Also es ist die Stadt München, der Umlandkreis und eben der Freistaat Bayern, die da diskutieren. Und auf der einen Seite sagt die Stadt, wir wollen nicht mehr als 1,4% mehr. Das Land wollte 3,5%. Der Bürger fragt sich natürlich auch, wie werden denn da die Preise überhaupt festgelegt? Wird das irgendwie so geschüttelt? Oder, also man hat so das Gefühl, die Transparenz fehlt da ein bisschen. Ich verstehe das Gefühl. Das hatte ich auch, bevor ich Mitglied in diesem MVV-Gesellschafterversammlung war. Nein, es ist eigentlich ganz klar, es wird das gemacht, was in jedem normalen Betrieb auch gemacht wird. Der Aufwand wird quasi ermittelt und dann wird er umgelegt auf die Fahrpreise. Nachdem der Aufwand von Jahr zu Jahr steigt, weil wir zum Beispiel, und das
verstehen die Zuseherinnen und Zuseher sicher auch, weil zum Beispiel Tarifsteigerungen beim Personal einfach abzudecken sind. Die haben erfreulicherweise für die Beschäftigten, glaube ich, dieses Jahr einen vernünftigen Tarifabschluss von, glaube ich, 3% oder sowas gefahren. Naja, das muss halt, da steigt der Personalaufwand einfach um 3%. Und das sind halt Millionenbeträge bei den vielen Beschäftigten. Aber dass die einen sagen 1,4 und die anderen sagen 3,9, da fragt man sich... Ja, das kann ich Ihnen auch erklären. Also wir haben zum Beispiel durchaus nennenswert unterschiedliche Strukturen. Wenn Sie jetzt den Umlandkreis, der für den Regionalbusverkehr zuständig ist, sehen, dann sind die natürlich von ihrer Infrastruktur, vom Aufwand her, mit einem München nicht zu vergleichen. Da fahren Busse an Haltestellen, da werden keine U-Bahnen gebaut, da werden keine Trambahngleise gelegt und das sind halt Millionen, Milliarden Investitionen mittlerweile. Die Bahn mit der S-Bahn ist seit langen Jahren positiv vom Finanzsaldo in München, das heißt, die verdienen da sogar richtig Geld, haben aber jetzt dargelegt, dass sie unglaublich viel investieren müssen. Ich glaube, das nimmt man ihnen auch ab, wenn man die Betriebssicherheit und diese Dinge in dieser Stadt der S-Bahn sieht. Deswegen ergibt sich für jeden Träger durchaus unterschiedliche Saldo. Wenn wir jetzt gerade beispielsweise unsere U-Bahnhöfe alle sanieren müssen oder Neubaustrecken konzipieren, dann wird diese Angebotserweiterung natürlich auch Teil eines Tariferhöhungsmodells werden. Also die 1,9% Fahrpreiserhöhung ab Dezember sind auch in Ihrem Sinne. Sie sagen, das ist zu verstehen. Wir verstehen es, also ich versuche es immer zu verstehen, da sehe ich die Kalkulation, deswegen sitze ich da überhaupt drin. Ich hätte mich auch mit 1,6, ja ich hätte mich sogar mit einer Nullrunde angefreundet, wie der Kollege Schmidt auch, weil wir gesagt haben, wir haben aus dem letzten Jahr eigentlich einen guten Überschuss, wir könnten mal eine Nullrunde machen, macht allerdings nur dann Sinn, wenn ich nicht im Jahr drauf dann doppelt so viel erhöhen muss. Und deswegen haben wir uns dann dazu hinreißen lassen zu sagen, naja, aber dann kommt, habe ich gesagt, höchstens eine 1 vom Komma in Frage und das kam dann halt mit 1,9 raus. Die Bahn ist damit nicht glücklich, aber das ist in so einem Tarifverbund einfach normal, dass man nicht alle gemeinsam einen Tarif quasi passgenau für jeden Träger findet. Ich verstehe die Menschen in München total, dass es einfach mit einer quasi Regelmäßigkeit jedes Jahr Erhöhungen gibt. Aber ich bitte um Nachsicht, wenn wir wollen, dass unser öffentlicher Nahverkehr quasi so gut bleibt, wie er ist, besser wird, als er jetzt ist, dann braucht es auch Investitionen. Ich muss Sie abschließend zu dem Sprecher der Wiesenwirte befragen. Toni Reuderer tritt zurück. Was hat das bei Ihnen ausgelöst, als Sie das gehört haben? Also erstmal war ich unglücklich, weil ich mit dem Toni Reuderer seit vielen Jahren gute Zusammenarbeit gepflegt habe. Das ist ja bei mir jetzt mittlerweile schon fast 10 Jahre her, weil ich ja als Wirtschaftsreferent und dann eben Wiesenchef ja auch mit ihm schon sehr intensiv zusammengearbeitet habe. Und weil es einfach angenehm ist, wenn du einen Ansprechpartner auf der anderen Seite hast, den man gut kennt, den man einschätzen kann und mit dem man einfach Dinge besprechen kann. Sprecher der Wiesenwirte ist ja kein offizieller Titel in dem Sinne. Ja. Welche Bedeutung hat so ein Wiesenwirtsprecher für Sie in der Stadt? Na, für mich war er halt, als ich noch in der Funktion war, immer der Ansprechpartner. Ich musste nicht mit allen Wiesenwirten über das Thema Preise zum Beispiel reden, über Bierpreise reden, sondern ich hatte mir den Sprecher und mit dem habe ich die Themen abgehandelt. Also schon eine wichtige Bedeutung. Also als Ansprechpartner, glaube ich, eine sehr wichtige Bedeutung, weil er einfach ermöglicht, dass die Verantwortlichen bei der Stadt sich mit einem Partner auseinandersetzen und der dann wiederum mit seinen Mitgliedern dieser Vereinigung quasi die wichtigen Dinge bespricht. Und das war für mich angenehm, das mit Toni Reuderer zu tun. Ich hoffe aber, dass es mit seinem Nachfolger genauso gelingen wird, wer es auch immer dann irgendwann im November werden wird. Ich glaube, es ist einfach sinnvoll, dass wir als Veranstalter des größten Volksfestes der Welt einfach von der Betreiberseite, also von den Veranstaltern her und auch von den Beschickern her, an einem Strang ziehen. Und da haben wir ein gewisses Maß an Verbesserungspotenzial nach oben. Geben Sie Tipps, wer der nächste Wiesenwirt-Sprecher werden sollte? Da würde ich mich nicht trauen, einen Tipp zu geben, weil ich tatsächlich zu wenig Einblick habe. Sprechen Sie vielleicht mit dem einen oder anderen Wirt und sagen, nehmt doch den, weil dem traue ich es am meisten zu. Definitiv nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe ja auch, seit der Kollege Schmidt für das Thema Wiesen zuständig ist als Wiesenchef, nur noch sehr wenig Kontakt mit dem Sprecher der Wiesenwirte gehabt, weil es keine direkte Befassung tatsächlich zum Thema Wiesen mehr gab. Wir hatten ein Gespräch mal, als es dieses Jahr um das Thema
günstige Limonade ging. Und das hat ganz gut funktioniert. Auch ein Beispiel für mich, warum ich natürlich sage, für mich war es schon sehr günstig, den Ansprechpartner auf der anderen Seite ganz gut zu kennen. Aber das muss ja nicht heißen, dass das mit dem Nächsten nicht auch funktioniert. Haben Sie so intern jemanden, wo Sie sagen, den würde ich mir wünschen, Sie brauchen jetzt gar keinen Namen zu sagen? Nein, gar nicht, ganz ehrlich, weil ich habe in der Hierarchie, also seit ich die 9,5 Jahre, wo ich für das Thema Verantwortung trage, also Wirtschaftsreferent und OB, hatte ich immer nur einen Ansprechpartner. Und das war der Toni Reuterer. Also insoweit kann ich mir gar nicht vorstellen, wer jetzt Nachfolger werden soll. Weiß aber, dass man natürlich sofort Kontakt aufnehmen wird und wir werden uns sicherlich auch unterhalten. Dann wünsche ich Ihnen und dem neuen Wirtesprecher ein gutes Verhältnis. Ja. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns heute wieder ein bisschen in Ihre Gedankenwelt haben einblicken lassen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoofen.